Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Das Reflex Trainingscenter in Aalen bietet seit Jahren praxisorientierte Schulungen für das SAK Handwerk und Planer. Mit dem neuen Showmobil Cube können jetzt auch direkt vor Ort beim Handwerksbetrieb oder beim Handel Systemlösungen aufgrund der praxisorientierten und vielseitigen Ausstattung des Showmobil vermittelt werden. Andreas Mieres, Leiter des technischen Trainings, stellt uns das Wissensmobil einmal vor. Ja, ich möchte Ihnen unseren Reflex Showcube vorstellen, den wir entwickelt haben, um eben halt unser Reflex Trainingscenter mobil zu machen, um auch zu Ihnen zu kommen, um eben halt unsere Produkte vorzustellen, unsere Anwendungen vorzustellen. Und dafür haben wir diesen Reflex Showcube entwickelt. Wir haben verschiedene Seiten, die ich jetzt einfach mal aufklappe. Ich habe auch schon die Bühnenerweiterung aufgeklappt, wo dann gleich unsere Schnittmodelle angehangen werden. Wir haben insgesamt drei Seiten aufgebaut in dem Reflex Showmobil und das ist die erste Seite, die ich Ihnen zeigen möchte. Das ist die Seite für Commercial Products und hier haben wir die Anlagen aufgebaut, die letztendlich in größeren Gebäuden zu finden sind. Unter anderem eine Druckhaltung, Variomat, aber auch ein Vakuum-Sprührohr-Entgasungssystem, Servitec und diverse andere Produkte, die wir hier zeigen können. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, einfach mal die Funktionen von unseren Produkten näher zu bringen. Wir haben einige Produkte, die sind mit Wasser gefüllt, die sind also betreibbar wie im wahren Leben. Dann haben wir Anlagen, die eben halt simulativ betrieben werden können. Mit sogenannten Potentiometer können wir eben halt verschiedene Einstellungen generieren, um dann eben halt zu gucken, was macht die Anlage. Darüber hinaus haben wir in jedem Bereich auch unseren Monitor nochmal dargestellt, wo wir zum Beispiel die Reflexity gerade zum Thema Commercial dann aufrufen können und darüber hinaus eben die Möglichkeit nochmal geboten, hier mit den Versuchswänden diverse Grundlagen nochmal zu vermitteln. Hier haben wir zum Beispiel das Thema der Entgasung mit der Servitec Mini. Darüber hinaus eben halt auch die Möglichkeit, nochmal die Abscheidung zu zeigen und auch die Drücke im System zu zeigen, Vordruck, Nachdruckhaltung, alles, was so interessant ist, um das nochmal zu vertiefen. Ja, und um einfach mal in die Produkte hineinschauen zu können, um da auch nochmal am Produkt was zu erklären, haben wir dann eben halt auch hier unsere Bühnenerweiterung mit den entsprechenden Schnittmodellen, wo wir dann eben halt auch die Funktionalität dieser doch eher statischen Produkte nochmal näher bringen können. Und das Ganze können wir dann eben halt über Augmented Reality auch dann nochmal lebendig machen. Ja, auf dieser Seite haben wir vom Reflex Showtruck mal das Thema Residential dargestellt. Residential betrifft dann kleinere Gewerbeeinheiten, aber auch eben halt auch zwei Familienhäuser, Mehrfamilienhäuser, wo man eventuell so eine Lösung vorfindet, eine Produktlösung, die wir bei uns Solution nennen. Und hier haben wir dann eben halt vom Warmwasserspeicher mit der entsprechenden Druckhaltung bis hin eben halt zum Verteiler von Sinus über eine Druckhaltestation und Entgasungsstation und die Nachspeisestrecke alles dargestellt, wie es dann in der Realität vielleicht auch umgesetzt werden kann. Auch hier finden wir einmal so einen Versuchsbereich, wo wir die Drücke im System zeigen können, wie wichtig Druckhaltung ist, damit eben halt auch hier an der Stelle eben halt der energetische Aspekt dann nochmal im Vordergrund steht, dass eben halt auch das Wasser, was durch die Heizungsanlage transportiert wird, eben halt in einem guten Zustand sein muss, damit man dementsprechend auch die Wärme optimal und effizient transportieren kann. Auch hier haben wir auch nochmal so ein paar Schnittmodelle von unseren Produkten dargestellt, um einfach da zu zeigen, wie sie funktionieren. Und gerade bei den Membrandruckausdehnungsgefäßen kann man hier wunderbar zeigen, wie eben halt so ein statisches Druckhaltegefäß, ein Membrandruckausdehnungsgefäß wirklich funktioniert. Natürlich ist damit noch lange nicht Schluss, was an praxisorientiertem Wissen mit dem Mobil vermittelt werden kann. Ja, hier haben wir die Rückseite von unserem Reflex Showtruck. Hier können wir das Thema der digitalen Elemente bespielen. Hier haben wir einen großen Monitor. Hier haben wir auch eben halt unsere Reflex City abrufbar, unser Reflex Solution Pro abrufbar, wo wir dann eben halt unsere digitalen Lösungen zeigen können. Darüber hinaus gibt es dann eben halt noch als Gimmick die Möglichkeit, eben halt durch die Heizungsanlage zu fliegen mit den VR-Brillen, die Sie hier sehen, wo man dann eben halt mal eine Heizungsanlage von innen erleben kann
und sehen kann, wie wichtig Druckhaltung, wie wichtig Entgasung für den Betrieb der Anlage ist. Aktuell hier auf dem Bildschirm sehen Sie die Reflex City, die digitale Reflex City, wo man dann eben halt in jeden Bereich hineinfliegen kann. Man kann sich die entsprechenden Marktsegmente aussuchen, Residential, Commercial oder Industrie. Und wenn man dann in dem Bereich ist, kann man dann gucken, welche Anwendungsgebiete, ist es eine Schule, ist es ein Kleingewerbe, ist es ein großes Verwaltungsgebäude und hat darüber die Möglichkeit, dann eben halt sich die Lösung, die Produktlösung anzuschauen, Solutions. Und darüber hinaus kann man dann eben über diese digitale City dann eben halt in das Reflex Solution Pro hineingehen und sich dort eben halt auch vielleicht hier am Wagen mal zusammen mit dem Außendienstmitarbeiter etwas auslegen, um einfach das Programm auch mal kennenzulernen. Wie praxisgerecht können beispielsweise Problemfelder und Lösungen aufgezeigt werden? Ja, hier hätten wir einmal unser Entgasungssystem, die Servitec, mit dem Glassprührohr, damit man auch reinschauen kann, was passiert in so einer Vakuumsprühanlage. Jetzt kann man hier wunderbar den Unterdruck sehen, den die Anlage erzeugt. Und man sieht jetzt hier das Entgasen des Mediums bis zu dem Punkt, wo dann die Pumpe abschaltet. Ja, über eine Düse wird dann das Systemwasser oder auch das Nachspeisewasser in das Vakuum hineingesprüht. Dadurch wird ein erhöhter Entgasungseffekt erzeugt. Und die gesammelten Gase setzen sich oben als Gasblase oberhalb der Wasseroberfläche ab und werden dann gleich bei Erreichen des Systemdrucks dann aus dem System herausgedrückt. Und somit wird nach und nach das Heizungssystem oder das Kühlwassersystem entsprechend entgast. Und mit dem nächsten Zyklus würde dann dieses entgaste Wasser wieder zurück in die Anlage gepumpt und hat dann die Möglichkeit, wieder Gase aufzunehmen. Das ist so das Prinzip der Vakuumsprührohrentgasung. Ja, hier haben wir unsere Variomat-Anlage, unsere Druckhaltestation, unsere pumpengesteuerte Druckhaltestation. Hier haben wir die Möglichkeit, eben halt auch ohne Wasser mal die Anlagenfunktionen zu zeigen. Wir können hier also Druckwerte verändern und Füllgrad verändern mit den POTIs. Und je nachdem, wenn zum Beispiel der Druckwert zu gering wird im System, kann man das eben halt hier einstellen und natürlich die Pumpe irgendwann starten. Ja, solange bis dann eben halt der Druckwert wieder erreicht wird, das kann man hier simulieren und dann wird eben halt irgendwann auch die Pumpe wieder abgeschaltet. Also hier kann man wunderbar die Funktionsabläufe von so einer Druckhaltestation nachsimulieren und den Teilnehmern dann auch hier an der Station wunderbar erklären. Und wie kann man von diesem Mobil mit vollgepacktem Wissen profitieren? Ja, wenn wir Interesse geweckt haben, auch mal in den Genuss zu kommen, den Reflex Show Truck bei sich zu haben in der Firma, um eben halt Ihre Mitarbeiter zu schulen, dann können Sie uns gerne ansprechen. Entweder sprechen Sie unseren regional für Sie verantwortlichen Außendienstmitarbeiter an oder aber gucken Sie auf unsere Webseite und da haben wir eben halt eine extra Rubrik für den Reflex Show Truck unter Reflex on Tour eingerichtet. Ja, liebe Zuschauer, das war's für diese Woche mit SAK TV Markt. Morgen geht's hier wie gewohnt mit der Nachrichtensendung weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.